schon heute bei mir im Zimmer, wir stehen nicht draußen am Grill. Ich habe auch heute mein Skript dabei, damit ich ja nichts vergesse. Da stehen die einzelnen Punkte drauf und der erste Punkt ist Begrüßung. Hallo! Und herzlich willkommen zum Winterspezial-Halbjahresvideo. Wir wollen heute mal schauen, was das erste Halbjahr gebracht hat. Wir wollen gucken, ob es danach weitergeht. Wir wollen ein paar Auswertungen zeigen. Wenn ihr Lust habt, bleibt dran. Viel Spaß! Also, fangen wir mal an mit ein paar Daten. Wir haben es geschafft, in den 6 Monaten 30 Videos zu erzeugen. Das ist jetzt das 31. In diesen 30 Videos hatten wir schon 44 Rezepte. Das erfolgreichste Video ist bis jetzt unser Kochmesser-Test. Kein Kochmesser, was du bekommen hast, das optimale Kochmesser. Den Link zeigen wir natürlich wie immer oben. Ne? Wir werden ein paar Sachen einblenden. Unser erfolgreichstes Rezeptvideo ist Bulgogi mit Samjang. Ja. Das hatten wir, das war unser erstes Video. Das haben wir noch mit der Draufsicht gemacht, wo man uns kommen gesehen hat. Wenn man es erstmal selber sieht, merkt man, es ist nicht so, wie wir es gerne hätten. Deswegen haben wir schnell umgestellt, dass ihr uns sehen könnt. In voller Pracht. Das Video hatten wir auch eingereicht zum Blogger-Wettbewerb für Essen. Deswegen hat es auch ein paar mehr Views gekriegt. Wie gesagt, es war unser erstes Video. Wir hatten eigentlich wenig Hoffnung, dass wir da was reißen mit. Aber wir wollten einfach mal dran teilnehmen. So. Dann hätten wir die ersten Punkte erledigt. Wie gesagt, ob wir weitermachen nach diesem Video, ob es uns auch nächstes Jahr noch gibt, das erfahrt ihr immer noch am Ende. Dann habe ich was vorbereitet. Und zwar kriegt jeder von uns einen Zettel. Mhm. Und wenn ich nur ein Schiff mit habe, hole ich mir noch einen. Bin ich gut vorbereitet. Auf diesem Zettel. Ich denke dich auch immer in meinem Nachtschrank. Auf dem Zettel stehen Platz 1 bis 4. Wir brauchen eigentlich nur einen Stift, weil wir haben auch nur eine Liste, wo wir das gucken können. Wir werden alle unsere Rezeptvideos jetzt mal angucken und platzieren von Platz 1 bis 4. Platz 1 kriegt 4 Punkte, Platz 2 3 Punkte und so weiter. Das heißt, jeder guckt sich durch und sagt, das ist mein Lieblingsvideo, mein Rezeptvideo, das habe ich am liebsten gemacht, das hat mir am besten geschmeckt oder das hat mir am besten gefallen. Und schreibt dir dann auf, du darfst anfangen. Was? Ihr kriegt ein bisschen Fahrstuhlmusik für die Wartezeit. Ich darf nicht zugucken, jeder muss für sich selbst entscheiden. Also, den hatte ich auch fast drin. Die hatte ich fast drin. Also, wir müssen gestehen, wir haben nichts gemeinsam. Okay, dann ist das Ganze. Ich auch fast drin. Okay, dann fangen wir oben an. Okay, du fängst an. Was hast du auf 1? Brasilianische Chicken Wings mit Kalpi. Warum hast du es auf 1? Weil mir das sehr viel Spaß gemacht hat und ich den Saft lecker fand. Den Saft lecker fand, ja. Wir haben es auch seitdem einige Male gemacht. Also, die gehen immer gut bei uns. Ich habe Pizza Pot Pie auf Platz 1. Ja, das mag ich auch sehr. Aber wir durften ja keine 6 nehmen. Das ist ja egal, du sollst ja deine Top 4, du musst dich halt mal einigen, was du nimmst. Also ich habe Pizza Pot Pie auf Platz 1, weil der Geschmack war Hammer. Die Art, es zu machen, war völlig super. Und ich freue mich drauf, das demnächst schon wieder zu machen. Ich freue mich auf nächstes Jahr, da kann ich mir andere 4 aussuchen. Nein, nächstes Jahr suchen dann die Zuschauer diese Sachen aus. Oder ihr könnt uns Fragen stellen, dann können wir die beantworten. Ja, dann müssen wir das aber vorher ankündigen, dass wir so ein Video planen. Dann können wir sowas mal machen. Also,
Wir machen das nicht halbjährlich, wir machen das dann jährlich. Okay, was hast du auf 2? New York, Barbecue-Limonade. Wieso hast du... Also unseren Barbecue-Limonaden-Test hast du auf Platz 2. Ja, ich machte den sehr, weil es hat mir auch Spaß gemacht, die ganze Limonade auch irgendwie auch auf den Grill zu machen. Das war eine neue Art und ich fand sie sehr lecker. War auch sehr lecker. Die gibt es dann wieder im Sommer bei uns. Vielleicht diesmal mit einem anderen Obst, müssen wir schauen. Ich habe den Smashed Scarlet Bacon Burger auf Platz 2. Weil den zu machen hat Spaß gemacht. Ja. Ordentlich viel Käse. Das ist auch lecker. Ja, den habe ich aber auf Platz 2. Das wird noch nicht verraten. Ja, ich habe den nicht gefunden. Und dann wusste ich nicht, wie man den schreibt. Oh, wo hast du den denn hingetan? Ich hätte ihn da hingetan. Oh, dann wärst du auf Platz 2 gewesen, was bei mir auf Platz 3 ist. Ja. Mit deinem Pfeil. Smashed Scarlet Bacon Burger habe ich auf Platz 2. Auf jeden Fall. Also, guckt ihn euch an, der ist total lecker. So, bei mir ist Nummer 3 New York Cheesecake. Den wollte ich auch mit drin haben. Ich wollte den... Ja, den habe ich gleich. Der hat der Geschmack am besten geschmeckt, und weil es dein Lieblingskuchen war, ne? Und weil du Geburtstag hattest? Wir haben ihn auch schon wieder gemacht zwischendurch. Ja. Wer ihn noch nicht gemacht hat, sollte ihn machen, der ist Hammer. Vor allem das Topping ist total lecker. Aber was er jetzt hat, oh Gott, das habe ich nicht gefunden. Ja, ich wollte auch, es war schwer, fand ich. Also Nacho Hot Dog habe ich auf Platz 3. Das war auch sehr lecker. Nee. Können wir es nicht Nein. Nacho Hot Dog habe ich auf Platz 3. Er war grandios. Er hat vom Geschmack her war gut, die Optik war Hammer. Es war eine Frische drin. Es hat super geschmeckt. Ja. Hätte auch auf Platz 2 sein können. Also eigentlich, wir haben viele leckere Sachen gemacht. Mir gefällt eigentlich alles. Ja. So, was du jetzt auf Platz 4 hast, ich möchte dir vorher noch einen lieben Kollegen grüßen. Ferns, das ist für dich. Du darfst. Mr. Jim mit Bacon. Ja, verstehe ich. Schokoriegel mit Bacon und Mantel ist der Hammer. Da brauchst du nichts weiter zu sagen. Naja, eigentlich mochte ich mehr Mr. Jim anstatt der Bacon. Aber? Ah ja, sag ich so. Total lecker. Nächstes Jahr wird auch schokoladig wieder. Mein Platz 4. Samjang mit Bulgogi. Ist Samjang mit Bulgogi? es ist nicht unser bestes Video. Es ist unser erstes Video mit Essen gewesen. Ja, aber es hat sehr Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht. Es ist unerwartet lecker gewesen. Es hat eine Vielfalt von Geschmacksnuancen gehabt, die ich nicht erwartet hätte. Es ist leider nicht unser schönstes Video. Und deswegen wird Bulgogi mit Samjang nochmal nächstes Jahr wiederkommen in einer anderen Art. Echt? Ja. Da habe ich eine andere Variante gesehen, wie man das noch machen kann. Die fand ich sehr gut. Die werden wir aufgreifen und auf unsere Art umsetzen. Dass wirklich dieses Gericht nochmal ein besseres Video kriegt, weil es verdient ein besseres Video. Ja. Ja, aber wie man sieht, wir haben 30 Videos gemacht mit 44 Rezepten und wir haben 8 unterschiedliche rausgesucht. Schreibt doch auch in die Kommentare, welche eure Lieblingsvideos sind. Haut rein. Fühlt euch frei. Was hat dir am besten bis jetzt beim Grillen gefallen? Das Grillen? Nein. Das Grillen an sich? Das Probieren. Das Probieren, okay. Sonst noch was? Ja, ich möchte das mit der Limonade, da konnte ich schmecken und mir den Augen so machen. Ja, das ist wieso. Also Testvideos, jetzt nicht gerade das Limonadenvideo, gehen bei uns halt sehr erfolgreich, das muss man schon sagen. Sowohl das Kochmesser, als auch der Kartoffelschneider, den wir ja schon mal getestet haben. Wir verlinken euch übrigens auch alles hier oben. Oder da oben. Aber unsere Rezepte holen auch langsam auf und es macht die Hoffnung, dass wir dann doch irgendwas richtig machen können. Und wir haben ja auch schon 100 Abonnenten. Wesentlich mehr. Wir sind schon weit über die 100 hinaus. 107. 107 Abonnenten. Was hat mir am meisten Spaß gemacht? Ich koche und grille immer ziemlich gerne. Und meistens experimentiere ich auch ziemlich gerne rum. Und was ich nie wieder schaffe, wenn ich was gut gemacht habe, ist genauso nochmal wieder hinzukriegen. Weil ich immer nach Auge irgendwas rein tue.
Nee, jetzt haben wir die großen Vorteile. Wir führen ja nicht nur unsere Videos, wir haben auch die Rezepte und unser Blog. Und ich kann selber bei meinen Rezepten gucken, wie ich das gemacht habe. Und ja. Guck doch auch mal gerne in unseren Blog. Ja. Da oben oder da oben. Der Blog ist unten unter. Daneben da unten. Es ist für mich ein wirklich ein großer Vorteil, dass ich die Sachen aufschreiben muss und immer wieder nachgucken kann. Ich habe alles zusammen, was ich für euch mache, mache ich auch für mich. Und ich finde es echt hilfreich. Ich glaube, ich bin nicht selten bei uns im Blog. Dann die sozialen Kontakte. Also sei es, dass wir durch die Sizzle Brothers damals dazugekommen sind, weil wir die als erstes, also ich zumindest als erstes geguckt habe, dann bei der Stadtmeisterschaft kennengelernt habe, die auch teilgenommen habe mit einem Freund. Bei Amerika darf ja leider nicht an der Stadtmeisterschaft teilnehmen, weil sie noch keine 18 ist. Ich bin noch nicht 18. Wirst aber bei der diesjährigen Stadtmeisterschaft auf jeden Fall mit vor Ort sein. Ne? Ja. Und vielleicht kann da werdet ihr uns sehen, wenn ihr kommt. Ja, und sie ist dann für eure Daughter in Debt Fragen zuständig, die ihr dann habt. Und Autogramme. Und vielleicht gibt es auch schon einen Merchandise-Artikel. Vielleicht. Vielleicht. Auf jeden Fall, die sozialen Kontakte, die man kriegt in der Community, sind Hammer. Also, wenn es nette Menschen, wenn es nette Communities gibt, dann ist es die Griller-Community. Die sind alle kontaktfreudig. Arbeiten ja auch viel mit dem Kontaktgrill. Wo wir eigentlich auch schon dabei sind, wenn ihr da seid, da könnt ihr auch von meinem Vater und seinem Freund dann auch probieren. Das ist immer richtig cool. Ja. Also, wir nehmen auf jeden Fall an der Stadtmeisterschaft ja teil von Hannover. Wir werden das Ding diesmal... Wann ist das denn eigentlich? Rocken. Ja, das ist wahrscheinlich so im Mai. Wir haben noch keinen Termin. Januar, Februar, März, April, Mai. Auf jeden Fall, die sozialen die Kontakte sind toll. Wir sind auch total dankbar. Wir kriegen Tipps, wir kriegen Ratschläge. Macht Spaß. Was sind unsere Ziele? Was möchtest du gerne im nächsten Jahr anders haben? Oder mehr machen? Vielleicht mehr so... Was wie die Limonade. Ich hätte gedacht, es kommt Rippchen. Rippchen wäre danach noch. Achso, okay, wie die Limonade. Ja, wir werden natürlich, auch im Sommer werden wir schon wieder Getränke zum Essen dazu bereiten. Ich das auch hoffe schon, ich. Ich habe auch schon ein paar dabei. Bei kaltem Wetter machen Cocktails keinen Spaß. Dann auf jeden Fall Rippchen. Ich liebe ja Rippchen und ich wünsche mir, dass wir Rippchen machen können. Ja. Da wird es dann einmal, wir werden auf jeden Fall Rippchen schon länger in der Pipe. Das Hauptproblem ist immer, dass du Arbeiten schreiben musst, für die Schule was lernen musst und Basketball spielst. So sind die Wochenenden immer doch schon ziemlich eng getaktet bei uns. Und am meisten sonntags die Spiele. Ja. So, dass wir dann immer gucken müssen, wann wir das Video machen, wann wir aufnehmen. Ja. Und dann sind so lange Sachen wie Rippchen im Moment nicht drin gewesen. Wir wollen Rippchen machen. Zu den Rippchen wird es dann auch eine Verlosung geben. Das ist alles geplant seit... Eine Verlosung, merkt euch das. Seit dem zweiten Video ist das geplant. Es wird nächstes Jahr auf jeden Fall kommen. Was eins meiner Ziele ist, dass wir mehr die Sachen der Saison aufgreifen. Ja. Also wir waren ziemlich oft, ziemlich spät dran, sei es mit den indischen, pakistanischen Mangos gewesen, dass wir dann in der letzten Woche geholt haben. Sei es, dass wir die letzten Feigen gekauft haben. Ja. Sei es, dass wir die Weihnachtszeit verpasst haben. Es kommt erst so überraschend. Also, überraschend schnell dieses Jahr, ist echt schnell vorbeigegangen. Ja, so ein halbes Jahr Grillen geht wesentlich schneller rum, als man denkt, aber wir haben alles notiert und werden nächstes Jahr rechtzeitig dabei sein. Was wir noch nächstes Jahr auf jeden Fall machen, was wir dieses Jahr gar nicht gemacht haben, ja, ist, dass wir auf die Events gehen. Ja. Bis auf die Stadtmeisterschaft haben wir kein Event geschafft. Ja. Viele aus der Szene kennen wir ja im Moment nur aus E-Mails, aus YouTube, aus deren Videos. Aus Instagram, das werden wir nächstes Jahr ändern. Und ich freue mich schon, die meisten kennenzulernen. Ich auch. Das auf jeden Fall. Wir müssen gucken, was wir davon schaffen, weil wie gesagt, du hast am Wochenende auch immer Spiele. Naja, wir waren nicht nur auf der Meisterschaft. Wir waren auch bei diesen, wo die Sizzle Brothers aufgetreten sind, mit dem Fleisch. Wir waren auf der Infa, das war nicht ganz so die Grillveranstaltung. Es gab zwar noch eine Foodtrack-Meile, aber die Sizzle Brothers sind da tatsächlich aufgetreten. Das kann man schon als Grill-Event bezeichnen, ne? Ja. Okay. Aber nächstes Jahr wirst du ein paar Veranstaltungen sehen, wo ein bisschen mehr gegrillt wird. Hoffentlich, kommt ihr auch. Die sind schon alle da, keine Sorge. So, dann haben wir alles bis auf... Oh, verdammt, eigentlich haben wir schon verraten, ne? Was? Ob es nächstes Jahr weitergeht? Herbst.
Ja, es geht nächstes Jahr weiter. Ja, auf jeden Fall. Uns macht unwahrscheinlich Spaß. Also ich spreche das für uns beide mal einfach. Nein, mir macht das gar keinen Spaß. Nein. Okay. Dann mache ich das ab nächstes Jahr alleine weiter, vielleicht mit Alexa, wenn ihr Lust habt. Die ist auch als Partnerin sehr gut geeignet. Sie hat zwar keine Hände zum Fleischwenden, aber sie kann ansagen, was ich zu machen habe. Ich mache mit. Also, ja, wir machen weiter. Wir haben jetzt auch schon ein paar Followers, die folgen uns. Zum Beispiel ihr, die gerade zuguckt. Hi. Da sind wir auch total glücklich drüber, dass ihr da seid. Ihr seid auch alle gegrüßt. Weil wer macht schon Filme, wo er sich nur selber angucken will, ne? Nein, wir machen es ja für euch, für uns, für alle und für alle, die noch kommen werden. Deswegen geht es nächstes Jahr weiter. Wir halten den Dienstag, hoffe ich mal. Bis jetzt haben wir es tatsächlich jede Woche geschafft, einen Film zu veröffentlichen Dienstag. Egal, ob wir nicht da waren oder sonst was. Es ist eng manchmal, aber wir haben es bis jetzt geschafft. Und wir hoffen auch, dass es nächstes Jahr so weitergeht. Ja, wenn ihr Vorschläge habt, was wir noch machen können, könnt ihr es auch in die Kommentare schreiben. Oder ob ihr noch Ideen habt, wo wir hingehen können, wo wir euch treffen könnten. Das ist eine gute Idee. Es gibt genug Barbecue-Kalender, wo man sehen kann, welche Veranstaltungen es gibt. Ja. Gott sei Dank führen das einige aus der Szene. Aber wenn da mal was Spezielles ist, was im Raum Niedersachsen ist oder nähere Umgebung, was nicht in so einem Kalender steht, dann gibt rechtzeitig Bescheid und nicht erst, nachdem ihr da wart, ein Video machen. Sagt einfach mal Bescheid, wo was los ist. Tja, und das war's. Wir wünschen euch frohe Weihnachten. Und wir sehen uns dann nächstes Jahr oder eine Woche danach. Jetzt muss ich nachgucken. Ja, wir sehen uns nächstes Jahr. Und zwar gleich am Anfang des Jahres. Ganz genau. Also, kommt gut rein, feiert schön mit der Familie. Bis dann. Ihr wart bei Daughter and Dad's Zwiebelzone. Ja. Keine Tipps, das hat noch keiner. Muss ich schneiden? Nein, das wolltest du nicht. Papa. So, Mika, das war, sowas hat noch keiner gemacht. Du kannst doch nicht jetzt verraten, was wir nächstes Jahr machen, was doch keiner hatte.